drückt sie einfach auf den Link und dann kommt ihr direkt eigentlich zum Download-Portal. Jo Leute, was geht und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, ich hoffe, euch geht's wieder gut da draußen. Und zwar habe ich mir wieder was Kleines für euch überlegt. Ihr seht schon, ich bin nicht im Studio, sondern unten, beziehungsweise nicht unten, sondern oben im Wohnzimmer. Deswegen hier so eine gemütliche Couch und so. Ich habe mir heute so in der Arbeit gedacht, so hä, du kannst doch den Leuten mal zeigen, wo ich die Musik herbekomme. Weil es für mich selber am Anfang ziemlich schwierig war, eine Musik zu finden oder halt Musik zu finden zum Auflegen. Weil darauf will ich eigentlich heute hinaus, so euch zu zeigen, welche Methoden ich verwende und wie ich da drauf gekommen bin und wo bekomme ich überhaupt die Musik her, was ist legal, was ist nicht legal, wo bekomme ich die beste Qualität, muss ich für jeden Track zahlen oder gibt es auch andere Methoden, und die will ich euch heute einfach mal in dem Video kurz zeigen. Deswegen seht ihr hier schon, ich habe mir so ein kleines Mikrofon hier hingestellt. Das ist eigentlich unten gewesen im Studio für Gesang. Das Problem ist, ich habe ein bisschen umgebaut mit dem Audio-Interface. Deswegen brauche ich das USB-Mikrofon nicht mehr. Deswegen werde ich das jetzt hier immer so für kleine Vlogs, sage ich mal, wenn ich am PC was mache, benutzen. Aber wie gesagt, heute zeige ich euch mal, wo ihr die Lieder bekommt, wo ich meine Lieder selber hernehme, beziehungsweise am Anfang, wo ich angefangen habe, so mit Musik, also mit DJ, hobbymäßig zu machen, war es ziemlich schwierig für mich, wo kriege ich Musik her. Ich will nicht immer für jeden Track zahlen, aber ich brauche trotzdem Musik zum Auflegen. Ich habe damals wirklich, Leute, es ist zwar peinlich, aber ich habe mir damals die Musik von YouTube direkt runtergeladen. Das heißt, mit so einem Konverter habe ich mir die Musik halt von YouTube runtergeladen. Und das Peinlichste von allem war, ich habe damals dann, wo ich meinen ersten Gig, also meinen ersten Auftritt, sage ich mal, gespielt habe, habe ich die Musik verwendet und dachte mir so, warum sagen die ganzen Leute immer, die Musik hat so eine schlechte Qualität? Und ich kannte mich halt einfach noch nicht aus und ich habe halt viel gegoogelt, viel auf YouTube geschaut, aber ich habe halt wenig gefunden, die einfach auch echt deutschen Content bringen über Musik, beziehungsweise über einen DJ-Lifestyle, sage ich mal, wo man Musik herbekommt, wo man die runterladen kann, wie man überhaupt auflegt, also generell eigentlich von allem. Hat man, wenn dann, nur irgendwelche spanischen, französischen oder englischen Videos gesehen im Internet, aber nie so richtig deutsch. Und deswegen dachte ich mir, die Leute, die das selber machen, also die auch selber hobbymäßig DJ machen, fällt es bestimmt jetzt leichter, wenn es einen deutschen Kanal gibt, also wie meinen jetzt, dass ich euch so ein bisschen zeigen kann, wo man die Musik herbekommt und wie das hier alles funktioniert. Auf jeden Fall wird es jetzt so ablaufen, ich verkleinere mich links unten in die Ecke, ja, wahrscheinlich links unten. Ihr seht jetzt hier eine Bildschirmaufnahme, deswegen steht auch hier das Mikrofon. Die ganzen Produkte natürlich, wenn ihr wissen wollt, was es ist, was für Mikrofon oder so, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir switchen jetzt einfach mal auf dem PC. Und zwar, wie ihr hier sehen könnt, also ich lasse jetzt die Kamera wie gesagt auch noch laufen, zeige ich euch jetzt mal so meine Methoden, wo ich die Musik runterlade und mit denen ich auch auflegen kann. Und die sind zudem meistens, sagen wir mal, so zu 95% kostenlos. Gut, viele gibt es auch, die was kosten. Muss ich ehrlich zugeben, ich selber investiere auch in Musik, aber das zeige ich euch jetzt hier noch alles, weil man muss auch überlegen, Künstler, die die Lieder veröffentlichen, arbeiten ja eigentlich hart dafür oder machen das beruflich oder auch hobbymäßig und wollen natürlich auch ein bisschen Anerkennung. Deswegen wird es auch auf manchen Plattformen hochgeladen, wo man dann auch bezahlen muss. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir uns das mal so an. Und zwar, wie ihr hier sehen könnt, ist es mein Soundcloud-Profil. Und was ich vorab schon sagen kann, zu 99% lade ich mir alles über Soundcloud runter. Warum? Seht ihr jetzt. Und zwar hier ist mein Channel, wenn ihr den auch noch nicht kennt, oder beziehungsweise die Leute, die es überhaupt nicht wissen. Ich habe noch einen anderen Channel, da bin ich eigentlich ziemlich aktiv. Kommen immer so, ja, 2 bis 3 Videos die Woche auf den Kanal. Und genau, das handelt davon, weil ich halt viel mixe. Und das ist halt, wie gesagt, mein Soundcloud-Profil. Hier lade ich auch immer ab und zu was hoch, was mir halt so taugt. Und da will ich euch einfach mal zeigen, wie das hier alles funktioniert. Wie ihr zum Beispiel jetzt Songs umsonst runterladen könnt. Und zwar gibt es jetzt hier, also wie gesagt, ihr geht zum Beispiel jetzt auf meinen Kanal oder auf mein Profil oder auf ein Profil, was euch gefällt, wie House, EDM oder
irgendwas anders. Auf jeden Fall sagen wir jetzt mal von meiner Seite, ihr geht jetzt hier auf meine Seite. Dann seht ihr hier einfach so Art-Tracks. Gut, ich habe jetzt das letzte Mal vor 2 Monaten was hochgeladen. Dann seht ihr hier, ah okay, das ist ein ganzer Mix. Hier auch, weil ich mixe ja hauptsächlich nur. Und ja, dann seht ihr hier zum Beispiel, ist ein Remix von mir. Den habe ich gemacht vor 2 Monaten. Und wenn ihr das jetzt hier schon sehen könnt, steht hier zum Beispiel FreeDL. Das habe ich da eingetragen, um den Leuten zu zeigen, hä, den könnt ihr sozusagen free downloaden, also kostenlos runterladen. Und die Funktion werde ich wahrscheinlich mal, also wie ich das alles gemacht habe, in einem anderen Video bringen, weil das wäre jetzt wieder viel zu lang und das hat damit eigentlich überhaupt nichts zu tun, wie das funktioniert, hoppala. Auf jeden Fall seht ihr jetzt hier zum Beispiel, gehen wir mal auf den Track. Genau, das ist jetzt mein Track, der geht 5 Minuten 59, ist schon ziemlich lang für einen Remix, aber ja, ich finde ihn geil. Wenn ihr ihn hören wollt, checkt mal meinen anderen YouTube-Kanal ab und dann könnt ihr mal reinhören und mir die Meinung sagen, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall hier, wie gesagt, seht ihr hier unten den Link sozusagen kaufen und wenn ihr da drauf drückt, dann werdet ihr weitergeleitet zu, genau, Safari kann es nicht öffnen. Alles klar. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Weil der Track wurde von meiner Plattform, glaube ich, runtergenommen, weil der wegen den GEMA-Rechten. Ja, dann müssen wir uns kurz einen anderen Song suchen. Hier, genau, dann nehmen wir den. Ist zwar schon ein Jahr jetzt alt, aber ist ja egal. Auf jeden Fall seht ihr hier jetzt, wie gesagt, den Link zum Kaufen. Das heißt jetzt nicht, ihr müsst sofort Geld ausgeben, sondern es ist halt einfach so hinterlegt über Soundcloud, dass ihr den Track oder den Mix einfach nur sozusagen kauft. Egal ob free oder jetzt mit echtem Geld. Auf jeden Fall drückt es jetzt hier zum Beispiel auf Kaufen. Dann werdet ihr weitergeleitet. Ich weiß jetzt nicht, warum das nicht funktioniert. Dann würde ich sagen, schauen wir mal auf einen anderen Kanal. Ja, auf jeden Fall kommt ihr auf die, drückt ihr einfach auf den Link. Und dann kommt ihr direkt eigentlich zum Download-Portal. Und dann könnt ihr es eigentlich nur runterladen. Die einzige Sache, was ihr da machen müsst, ist zum Beispiel auf Instagram folgen. Oder auf Facebook folgen oder ein Like da geben oder auf YouTube folgen und so weiter. Aber das seht ihr dann, wenn ihr da drauf drückt. Ihr könnt halt immer schauen, Download, zu welcher Seite leitet euch das weiter, ist die seriös? Meistens sind die ja seriös. Gefällt euch das oder gefällt es euch nicht? Ich wollte euch jetzt nur mal so kurz was zeigen, funktioniert jetzt hier aber nicht. Genau, auf jeden Fall zweite Methode, wo ich meine Musik runterlade. Das ist eigentlich die Seite, wo ich eigentlich nur für Vlogs, also wie jetzt dazu eine Hintergrundmusik einfüge, lade ich mir über diese Seite runter. Viele kennen es, ich mache mal das kurz zu, genau. Viele kennen es NCS, also No Copyright Sounds. Auf Deutsch gesagt, ihr dürft die sozusagen frei hernehmen für alles, was ihr wollt. Ihr würdet, also wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Video dreht wie ich, ihr legt es hinter das Video, also so einen kleinen Background-Song oder so, sagt man ja. Dann werdet ihr nicht gesperrt oder das Video wird nicht gesperrt, sondern ihr könnt es hernehmen. Dafür gibt es diese Seite oder diesen Kanal, der extra nur dafür da ist, dass ihr die Songs kostenlos, naja, kostenlos jetzt nicht immer, aber dass ihr die frei hernehmen könnt für Videos oder für irgendwelche Projekte oder sonstiges. Auf jeden Fall habt ihr jetzt hier einen Haufen Songs. Jetzt sagen wir mal, wir gehen jetzt auf einen Song mal drauf. Genau, was ich auch noch sagen will, hier gibt es noch ein paar Unterschiede, also hier ist zwischen House, Trap, EDM, also hier ist alles gemixt, die haben zwar auch eine Playlist, könnt ihr hier zum Beispiel nachschauen, da könnt ihr dann sehen, aha, elektronische, indische oder Indie-Dance nennt man das ja, genau, Hardstyle gibt es hier, Trap, wie gesagt, Dubstep, House, nochmal Dubstep, ich höre mir aber die Songs immer gerne hier so an, in der Übersicht. Sagen wir mal, okay, ich suche jetzt mal, ich nehme jetzt mal den Song. Ich mache den jetzt mal leise, weil jetzt kommt jetzt erstmal Werbung, die brauchen wir jetzt nicht sehen. Genau, dann gehe ich immer hier runter. Wenn der Song halt mir gefällt, dann gehe ich hier runter. Dann wird hier gleich mal Werbung gemacht für Spotify. Und dann kommt hier ein Link, freedownload/stream. Das heißt, wenn ihr jetzt hier drauf drückt, mache ich jetzt mal für euch, dann werdet ihr weitergeleitet. Das ist wie auf Soundcloud. Wenn ihr auf Kaufen drückt, werdet ihr zum Beispiel auf die Seite geleitet von NCS, also von der YouTube-Plattform, also von dem YouTube-Channel. Und hier gibt es dann verschiedene Anbieter. Hier zum Beispiel dieser Apple, Google Play, iTunes Store, Spotify. Und jetzt kommt der Hammer, Free Download. Das heißt, ihr könnt den Song umsonst runterladen,
mit der besten Qualität, den es gibt. Wenn euch der Song gefällt und ihr sagt, hey, den will ich im Club spielen, könnt ihr es machen. Ihr braucht keine Bedenken haben oder so, dass die Qualität scheiße ist, sondern der ist original so, wie er abgemischt worden ist von den Produzenten. So wird der zur Verfügung gestellt. Und genau, also das sind so Methoden bei mir, wo ich zum Beispiel jetzt hier auch immer runterlade. Für, wie gesagt, Vlogs oder irgendwelche Projekte oder irgendwelche, einfach nur für Hintergrundmusik. Auf jeden Fall gibt's dann, schauen wir mal hier, ihr wisst ja, ich mache Melbourne Bounce, die es nicht wissen, ich verlinke euch mal, wie gesagt, meinen zweiten Channel unten, beziehungsweise ist es ja mein erster Channel, den ich schon seit Jahren betreibe. Ich höre ja gerne Melbourne Beats, das ist so eine Musikrichtung von EDM. Das ist einfach so, ja, was halt in den Diskotheken, also in den Clubs läuft. Und genau, da ist das eigentlich meine Seite, wo ich als erstes zugreife. Leute, ihr müsst aufpassen, aber wenn ihr die Musik in einem Mix verwenden wollt, wie ich zum Beispiel jetzt mache mit meinen ganzen Tracks, da müsst ihr aufpassen. Bei der Seite zum Beispiel, sind die Songs erlaubt, wird mein Video gesperrt oder nicht. Das zeige ich euch aber gleich nochmal, wie ihr das prüfen könnt, weil ich habe wirklich auf YouTube noch nie richtig gesehen oder im deutschen Content gesehen, wie kann ich nachschauen, darf ich den Song hernehmen oder nicht. Genau, auf jeden Fall habt ihr jetzt hier, wie gesagt, das ist halt so die Seite, wo ich so verfolge. Ich habe noch ein paar andere Seiten, wo ich so abonniert habe, wo ich meine Musik runterlade. Ich gehe aber jetzt, wie gesagt, hauptsächlich nicht aufs Auflegen bzw. für einen YouTube-Mix ein, sondern halt einfach so, dass ich Musik habe zum Nutzen, zum, wenn ich mal einen Gig wieder habe, also einen Auftritt oder so, einen Club oder so, dass ich einfach Musik habe. Und das ist halt so meine Seite, wo ich mir meine Musik runterlade. Ist auch jetzt keine Werbung oder so für die Seite, sondern das ist meine persönliche Meinung. Und genau, dann gehen wir mal weiter. Jetzt kommt's hier, aha, jetzt seht ihr, das ist mein Channel. Genau, also wie gesagt, erster Link in der Beschreibung unten. Und hier seht ihr zum Beispiel bei mir, Free Download, habe ich wieder einen Mix rausgehauen und habe euch den kostenlos zur Verfügung gestellt. Ihr klickt hier drauf und wahrscheinlich kommt jetzt wieder Safari, genau. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum das nicht klappt. Auf jeden Fall, wenn ihr sowas immer seht, irgendwie Free DL, Free Download oder nur Download, könnt ihr gerne mal draufklicken. Ihr seht ja dann, was dann passiert, aber ich wollte euch jetzt einfach nur mal in dem Video so zeigen, wie ihr Musik bekommt, wo ich meine Musik bekomme. Und jetzt kommen wir ungefähr zum Highlight. Wie kann ich prüfen, darf ich die Musik in dem Video hernehmen oder nicht? Das ist immer so die ungefähr die meistgestellte Frage. Genau, ich bin jetzt hier auf meinem YouTube-Channel. Dann geht es hier oben drauf auf euer Icon, also weißt schon, den mein Kanalbanner sozusagen, dann Create Studio heißt es, also das hier wird dann hier an der Seite angezeigt. Dann öffnet sich hier dieses Fenster. Ganz einfach, ihr müsst ganz runter gehen auf Video Tools. Ich schließe jetzt nochmal, oder ich mache es jetzt nochmal auf. Genau, ihr drückt einmal auf Video Tools und jetzt seht ihr hier schon Musikrichtlinien. So, jetzt klickt ihr da drauf und jetzt werden euch schon etliche Songs angezeigt. Faded Alan Walker zum Beispiel. Jetzt gibt es hier diesen Pfeil. Wenn ihr da drauf klickt, dann seht ihr, aha, wenn du diesen Titel verwendest, Wiedergabe. Also das heißt, wenn ich den jetzt in den Mix mit reinmisch, dann steht, dann darf ich den hernehmen, weil hier steht, weltweit abspielbar. Aber wenn ihr damit Geld verdienen wollt, steht hier drunter, also Werbung, wenn ihr Werbung auf den Mix schalten wollt. Es kann Werbung eingeschaltet werden, muss aber nicht, weil der Urheberrechtsinhaber von dem Track die Rechte hat. Das heißt, er kann entscheiden, sozusagen, darfst du es oder darfst du es nicht. Mein Ziel ist es ja nicht, damit Geld zu verdienen, sondern einfach Leute zu unterhalten. Und hier prüfe ich halt immer so, darf ich den Track jetzt in dem nächsten Mix hernehmen? Also natürlich, bevor ich den Mix aufnehme, mache ich mich halt ein bisschen schlau, schaue hier nach. Hier nochmal eine kleine Info, hier drunter steht, wenn du zum Beispiel jetzt was coverst, wie einen Remix oder mit Gitarre oder mit irgendeinem Instrument, dann seht ihr hier wieder, okay, auch wieder weltweit abspielbar und kann Werbung eingeschaltet werden oder nicht. Das ist halt jetzt die Frage. Auf jeden Fall sind halt hier so kleine Hilfsmittel, sag ich mal, wo ihr nachschauen könnt, ob ihr es machen könnt oder machen dürft oder nicht. Ich habe das Problem damals gehabt, wo ich angefangen habe. Ich habe einfach auf gut Glück irgendwelche Tracks genommen, habe die abgemischt, also halt gemixt sozusagen, also Mix draus gemacht, hab's hochgeladen und hab einfach gehofft, dass ich es online stellen kann oder dass es online bleibt.
Ja, aber zu ungefähr 70% wurden alle Songs wieder gesperrt, weil ich mich einfach nicht informiert habe. Aber ich wusste damals nicht Bescheid, wo ich mich da informieren kann, weil es gab einfach keinen YouTuber, der das einfach erklärt hat, wo kann man das prüfen. Und deswegen will ich euch das mal so ein bisschen mitgeben, dass ihr euch da mal ein bisschen leichter tut, wenn ihr einen Song nachschaut und wissen wollt, ob ihr den hernehmen könnt oder nicht. Sei es jetzt um einen Mix oder sei es egal was, alles was ihr ins Internet oder beziehungsweise jetzt hier auf YouTube hochladet, könnt ihr eigentlich hier nachschauen. Was ich aber noch kurz anhängen will, wenn ihr zum Beispiel, wie ich zum Beispiel, spezielle Remixe aufnehmen oder hochladen wollt von irgendwem, ist das Problem, dass YouTube selber nicht jeden einzelnen Song hier, wie soll ich sagen, eingefügt hat mit Informationen, sondern manchmal wird gar nichts angezeigt von dem Song, weil es den einfach für YouTube nicht gibt, sage ich mal, den Remix zum Beispiel. Aber es kann halt dann passieren, dass er trotzdem gesperrt ist, weil der Urheber sagt, nee, dürft ihr nicht oder derjenige darf hier nichts hochladen ohne meine Genehmigung. Und genau, also ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Ihr könnt mal schauen nach dem originalen Lied zum Beispiel. So mache ich dann, wenn ich den Remix hier oben zum Beispiel, wie ihr sehen könnt, nicht ein... Also ich füge den hier oben ein und wenn ich den nicht finden soll, dann gebe ich halt das Originale ein und schaue halt ungefähr, ja, unter Cover ist es erlaubt oder nicht. Und so könnt ihr halt einfach ein bisschen... Dann könnt ihr einfach auf die sichere Seite gehen. Und genau. Dann habe ich noch eine kurze Anmerkung. Dann habe ich hier einfach noch einen YouTube-Channel gefunden. Audio Library, No Copyright Music. Also wenn ihr mal generell nachschauen wollt, gibt es einfach mal No Copyright, also freie Musik sozusagen. Also keine Kopierrechte, sagt man ja auf Deutsch, glaube ich. Und könnt ihr einfach mal so rumschauen hier auf YouTube. Da gibt es etliche Channels, etliche Mixe und was weiß ich alles, Radio extra dafür von NCS und, also ihr könnt euch mal da ein bisschen rumklicken, mal ein bisschen ausprobieren, was euch so taugt. Dann wollte ich euch noch sagen, wie vorhin schon angekündigt oder wie vorhin schon gesagt, klar, ich gebe selber auch ein bisschen Geld aus, weil ich natürlich auch die Künstler ein bisschen unterstützen will für die Arbeit. Das heißt, wenn ich einen Track unbedingt haben will und den gibt es nicht kostenlos, dann investiere ich Geld und die paar Euro gebe ich dafür gerne aus, weil ich weiß, ich habe dann super Qualität und ich habe den Produzenten oder das Label auch ein bisschen unterstützt für die Arbeit. Und da ist meine erste Seite einfach, also die Seite, wo ich, wenn ich Songs kaufe, ist es Beatport. Und ich muss sagen, hier könnt ihr ungefähr alles kaufen, was ihr wollt. Hier könnt ihr hunderte von Euro liegen lassen. Hier findet ihr alles, also von A bis Z, es ist wirklich krass. Hier könnt ihr hier zum Beispiel hier die ganzen Musikrichtungen nachschauen, House oder wollt ihr nur Afro House, Big Room, also hier gibt es etliche Sachen. Könnt ihr euch gerne mal rumklicken, könnt ihr mal ausprobieren. Hier könnt ihr zum Beispiel, hier seht ihr immer die Top 10, was hier gerade Platz 1 ist, generell auf Beatport. Und dann, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier, gehen wir mal auf Elektrohaus, wenn wir da mal drauf gehen, dann sieht man, A von Elektrohaus sind hier die Top 10 dieser Songs hier. Und dann könnt ihr hier eine kleine Preview, also kurz reinhören. Hier wird dann hier unten so eine Waveform angezeigt. Könnt ihr den Track kurz reinhören, ob er euch taugt oder nicht. Aber ich will jetzt hier auch gar nicht so viel über Beatport reden, weil mir geht es ja eigentlich darum, dass ich euch so zeige, wie ich denn kostenlose Musik runterlade und legal auch noch. Und ja, das war's eigentlich hier von dem Video. Ich habe jetzt, glaube ich, schon wieder über 20 Minuten gefilmt. Gut, es wird jetzt ein bisschen gecuttet. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen helfen, ein bisschen was so erklären oder euch zeigen, wie ihr jetzt Songs findet. Die ganzen Links von den ganzen YouTube-Kanälen oder Soundcloud-Profilen oder von meinem Profil verlinke ich euch unten mal. Ihr könnt es euch dann mal durchklicken, wenn ihr Fragen habt. Könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben, da bin ich am aktivsten unterwegs. Das blende ich euch jetzt hier auch nochmal ein, mein Name. Könnt ihr mir gerne folgen, würde mich freuen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas anderes, schreibt es mir unten in die Kommentare oder auf Instagram. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise schon einen schönen Abend, ist ja schon dunkel draußen. Und genau, also Leute, bis dann und Peace! We'll be right back.